Ich und Sam, willkommen neuen Video von mir. Und zwar möchte ich gerne den Blog Watercolor Christmas von Sarah Davis, das ist irgendwie Signature Collection, aufbrauchen. Den großen Block habe ich dazu gekauft, da wusste ich nicht so ganz, dass alles pearly ist. Und ich habe versucht, auch mit dem großen Block eine Kartenrohlinge zu machen. Leider bricht das Papier, finde ich ein bisschen schade für den Preis, aber ja, ließ sich jetzt nicht ändern. Ne? Deswegen konnte ich das große Papier, also dieses Pearlige da, nur für Mattungen benutzen. Dementsprechend habe ich gar nicht so viel davon verwendet. Ich habe noch einiges da. Aber der kleine Block ist fast aufgebraucht. Das, was übrig bleibt, zeige ich nochmal kurz am Ende. Ist wirklich nicht mehr so viel. Und hier sehe ich nochmal alle Papiere, die da drin sind. Die kleben echt super. Deswegen bin ich ganz froh, sich hier festhalten und abreißen. Ja, so was soll ich sagen. Ich habe jetzt 150 Minuten gefilmt und habe es jetzt auf, naja, 47 Minuten getrimmt. Ja, ist trotzdem noch ein sehr, sehr langes Video und ja, schnapp dir einen Kaffee oder eine Tasse Tee und verbringt die Zeit mit mir oder guck es stückchenhaft. Mache ich ja auch manchmal, ne? Manchmal muss ich pausieren und kann es dann später oder Mediathek meine angefangenen Videos weitergucken. Genau, wie du magst. Auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Spaß bei meinen 28 Karten, die ich draus gemacht habe. Genau, 28, ja. Ich habe mich zwischendurch mal ein bisschen verzählt. Das Video hat auch irgendwie über anderthalb Wochen gebraucht, bis es fertig geworden ist. Deswegen, ja, aber 28 müssten es sein. Ich habe es dreimal nachgerechnet. Wir fangen an mit der Karte 1 bis 5. Das ist sozusagen das, ja, so ein ganz leichtes Design. Ich benutze da zwei Stanzen, und zwar einmal die von Create a Smile. Und die, die ich jetzt hier gerade reinlege mit dem Motiv, ist eine Simple and Basic. Eine Stanze, die einfach nur Rechtecke in A6 Größen und kleiner Ausstands, genau. Braucht man nicht unbedingt, aber ich fand es irgendwie toll, das zu besitzen. So, da stempel ich einfach nur auf dieses hübsche Motiv einen lieben Weihnachtsgruß. Denn allgemein fand ich dann die Papiere so toll zusammengestellt, dass man da gar nicht viel macht, also viel machen braucht. Ne? Also am liebsten hätte ich irgendwie alle nur ausgeschnitten und auf die Karte geklebt, ne? Oder ausgestanzt. Genau, weil die einfach ja, so süß schon zusammengestellt sind. Aber es wäre ja sonst für ein Video zu langweilig. Deswegen habe ich mir schon was einfallen lassen. Aber ja, davon habe ich irgendwie 5 gemacht. Denn, ja, ich wollte die irgendwie nicht zerschneiden. Und das war schon eine total schöne Szene, die ich einfach jetzt nur noch hier mit so einem Bändchen, das ist so ein Transparentband, das ich auch aufgebraucht habe jetzt nach diesem Video. Ich habe kein durchsichtigen Bändchen mehr in dieser Größe. Ich glaube, das sind, ich weiß nicht, vielleicht 5 mm, aber wirklich eine sehr schöne Größe für Karten. Genau, da habe ich mir so ein Schleifchen zusammengebunden und jetzt klebe ich das auf die Mattung auf, die ich innen drin aber auch ausgestanzt habe, denn ja, brauchen wir nicht, ne? Sieht man nicht und dann kann ich daraus dann irgendwas ausstanzen. Wird wahrscheinlich mal ganz lange halten, denn ich habe davon ja ganz, ganz viele Papiere hier. Das ist ja ein ganz großer Block. Also ja, also 30,5 mal 30,5. So, den habe ich aber auch schon weggeräumt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von jeder Farbe mit bei sind, aber ich glaube, es waren 6. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Na, auf jeden Fall klebe ich jetzt hier das alles auf eine selbstgemachte A6-Karte. Versuche da die Mitte zu treffen, damit es überall den gleichen Abstand hat. Und wenn es soweit ist, drücke ich das halt eben an. Ich nehme noch so einen kleinen Glue-Dot, um meine Schleife damit aufzukleben. Versucht zwar die Schleife in die Form zu bringen, die ich will, aber manchmal klappt das nicht so ganz. Manchmal hat sie ihr eigenes Leben, ne? Weil sie sich mir nicht anpassen. So, dann spüre ich, dass es da hinten irgendwie nicht so schön ist. Da ist irgendwie, ja, wahrscheinlich beim Runterschneiden ist da irgendwie so ein Fehler aufgekommen. Deswegen schnabe ich da nochmal da entlang, so ein Millimeter habe ich jetzt abgeschnitten, damit es eine gerade Kante wird. Jetzt nehme ich mir so rote Enamel Dots. Ich merke gerade, rot ist bei mir so gut wie alle. Da muss ich gucken, dass ich mal was bestelle. Ist aber auch gar nicht so einfach, ne? Weil es gibt so viele Rotfacetten. Aber die hier hat ganz gut so diesen rot-pinken Pearlescent-Papier von der Watercolor Christmas Kollektion gut gepasst. Deswegen habe ich das genommen. Aber hier habe ich zum Beispiel ein Nouveau Drop Party Pink genommen. Der hat jetzt auch ganz gut gepasst. Und hier hatte ich noch Enamel Dots. Und hier nochmal zwei Karten mit diesem Mid-Ton von diesem Pearlescent Papier. Und da auch nochmal. Und da habe ich halt eben grau gestempelt, weil ich wollte, dass es nicht so knallt. Genau. Und jetzt kommen wir schon zur Karte 6 und 7. Dann nehme ich auch eine Stanze von Simple and Basic und stanze mir das aus.
Und die Innenteile, die haben dann auch Punkte und die Außenrahmen haben auch dann so Gepünktchen, also so Pünktchen. Diesen Rahmen hier erhöhe ich mir mit 2 mm hohen Foamtape, der ist von Alina Craft, gibt es bei AliExpress, aber auch viele andere Firmen haben so einen schmalen Foamtape. Genau, da habe ich mir alles umrahmt. Es wird jetzt keine schicke Karte, aber das bringt halt so Dimensionen mit sich und macht eine Karte ganz interessant, wie ich finde. Und ich finde, das passt einfach zu dieser Stanze, dass man irgendwas davon erhöht. Ob jetzt den Außenteil, den Innenteil, ja. Genau, jetzt klebe ich mir das ganz vorsichtig. Ich habe es natürlich schnell Durchlauf gemacht, aber in Wirklichkeit war das ganz langsam, damit ich da wirklich ganz gerade bin, weil bei dieser Stanze hat man keinen weißen Rand und damit arbeite ich ja wirklich sehr, sehr selten und ja, muss mich da erstmal einfügen, deswegen lieber langsamer als zu schnell und wir müssen es wegschmeißen, weil es schief geworden ist. So, die Innenteile, die ja mit ausgestanzt werden, klebe ich aber jetzt flach auf. Genau, und da unten kommt mein Spruch hin. Habe ich mir schon rausgesucht, Frohes Fest von EFCO ist der Stempel. Und da stempel ich auf jeden Fall mit Schwarz. Und nicht grau, auch wenn es jetzt auch der Hintergrund so hell ist, unaufdringlich. Ja, habe ich mich trotzdem jetzt hier für Schwarz entschieden. Und auch mein Rechteck unten klebe ich einfach flach mit Flüssigkleber auf. Da wird keine Dimension entstehen. Das reicht schon um den Rahmen. In meinem Blog gab es ja 6 Bögen von diesen Ausstanzungen. Die habe ich alle ausgetrennt und hier und da mal die Nopsis weggeschnitten. Okay, hier musste ich noch ein bisschen was wegschneiden. Das war mir dann doch zu viel. Das ist zwar kein weißer Rand, aber so ein cremefarbener Rand. Also gar nicht so unaufdringlich, aber ja, hat jetzt da nicht so gut gepasst. Deswegen habe ich ein kleines wenig weggeschnitten. Dann entscheide ich mich noch für diesen Schneemann, der dazu kommt und ein Geschenk, was schon verpackt ist. Wir wissen nicht, was drin ist. Jetzt gucke ich, ob ich nicht doch lieber den Hirsch nehme. Nee, doch, das Geschenk gefällt mir besser. Und diese Teilchen hier werde ich aber erhöht aufkleben. Genau deswegen mache ich da Foamtape drauf. Das ist 1 mm hoch. Ich schneide ja immer ganz gerne es ab, wenn ich Foamtape aufklebe oder ablöse. Was, sonst wird das einfach zu langweilig. So, jetzt fummel ich da meinen kleinen Schneemann da rein. Der hat ja auch einen minfarbenen Schal an und einen minfarbenen Mütze. Alles sehr passend und hier hat das Geschenk aber einen pinken Band. So, unten möchte ich auch noch ein bisschen, ach nee, mein Vögelchen, genau. Mein Vögelchen kommt da auch noch hin. Dann klebe ich einfach nur in der Ecke so einen Foamtape auf und der Rest wird halt eben Flüssigkleber auf mein Vögelchen verteilt und einfach aufgedrückt. So, dann kann er auch nicht eindrücken. Aber unten kommen auf jeden Fall noch ein paar Tiere hin, denn ich habe ja davon ja so viele. Und es bleiben auf jeden Fall noch welche übrig. Ich werde nicht alle aufbrauchen. Liegt aber auch daran, dass das Motivpapier sehr viele Szenen hatte, wo ich dann gar nichts mehr hinzufügen musste, meiner Meinung nach. Das hat dann für mich so gestimmt. Und deswegen bleiben jetzt ganz viele übrig. Aber ich werde bestimmt noch irgendwie Designpapier oder irgendwas finden, was dazu passt. Das muss ich dann jetzt nicht entsorgen. Oder auf Druck irgendwie jetzt sofort aufbrauchen. Das mache ich dann in dem Fall jetzt nicht. Das soll ja alles immer noch Spaß machen hier. So, ich habe mich für diesen kleinen Rehkitzchen entschieden und für ein kleines Igelchen. Da schneide ich mir aber auch ein bisschen was ab. Das war mir irgendwie zu viel. Und dann passt es auch besser da unten rein. Sein Knie muss ich ein bisschen absäbeln, damit man das Frohes Fest besser lesen kann. Und jetzt hebe ich das immer an und gucke, wo er Foamtape braucht, damit er nicht reingedrückt wird. Und der Rest wird auch mit Flüssigkleber bearbeitet. Dann klebe ich ihn da so am Rand fest. Und es ist zwar sehr nah an dem Tee von Fest, aber ich finde, man kann es immer noch gut lesen. Und genau das gleiche Spielchen wiederhole ich jetzt hier mit meinem kleinen Igelchen. Auch da schneide ich ein kleines bisschen mehr von dem Rand da ab. Jetzt auch nicht komplett alles super ordentlich, aber so ein kleiner Rand ist noch zu sehen. Und auch hier unterstütze ich mit Foamtape, indem ich da was auf sein Köpfchen klebe und der Rest mit Flüssigkleber. Genau, und dann ist die Karte aber auch schon fast fertig. Ich habe hier so kleine Schneeflöckchen. Ich glaube, die sind so gummiartiger, sind jetzt keine Pailletten. Und dann nehme ich mir
Also die habe ich jetzt mal bei AliExpress gekauft. Ich habe viel von diesen Shaker-Zeugs sowieso von AliExpress. Ja, und die sind halt eben ganz, ganz leicht. Ich weiß gerade nicht, aus welchem Stoff die sind, aber die sind ganz weich und fühlen sich cool an. Wie Gummi so ein bisschen, wie der Radiergummi fast. Genau, und da waren die andere Karte. Irgendwie schnell durchlaufen, tut mir leid. Aber das Video musste ich irgendwie zusehen, dass es jetzt nicht 150 Minuten lang wird, ne? So, diese Kartenlayout habe ich ausgesucht, damit ich einfach aus einem Designpapier zwei Karten machen konnte, und dann habe ich noch eine dritte am Ende gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die zeige. Auf jeden Fall zum Schluss zeige ich sowieso alle Karten. Und da habe ich hier das dunkelblaue Pearlescent-Papier genommen, was ja im großen Block mit bei war. Das habe ich ja extra gekauft für diesen kleinen Block. Und genau, das passt dann auch ganz gut, wie ich finde. So, da umrunde ich mir mit ganz dünnen Klebeband da unten so eine Linie, damit ich da mein Band aufkleben kann. Und ich habe jetzt hier so Etikettenpapier mir hingelegt, damit mein Kartenrolling oder meine Kartenaufleger mir nicht auf meine Glasplatte festklebt. Und dann kann ich das so gescheit drauf machen. Jetzt hinten klebt es ja dann auch fest, ne? Schneide ich ab. Und auch dieses Band, wenn ich hier so kurz gucke, habe ich aufgebraucht. Das hat sich nicht gelohnt, dieses kleine Stückchen da aufzubewahren. Genau. So, da freue ich mich. So, jetzt schaue ich aber, das wird mir ein bisschen zu langweilig. Dann nehme ich noch ein bisschen so ein gewachste Kordel. Die ist aber auch nur 1 mm dick. 1 mm dick, genau. Und die stecke ich durch diesen Etikett rein, weil der hat ja so zwei Löchlein da. Also ist es ja dafür aufgerufen worden, sozusagen da etwas durchzuschieben. Und dann schiebe ich halt eben dieses gewachste Schnürchen durch. Das ist ja auch so dunkelblau. Fixiere mir das mit ein bisschen Teser oder Klebeband, durchsichtigen Klebeband. Teser ist es ja nicht, das ist ja irgendwas anderes. Und dann mache ich da ein bisschen Foamtape noch drauf, ein paar Quadrate. Dann steht das so leicht ab, es ist nur 1 mm hoch. Genau, und dann fummel ich das auch gleich wieder ab, platziere es dann auf mein Band. Und dann wird auch mit Klebeband einfach drumherum die Schnur noch gelegt. Und ich achte halt eben drauf, dass mein dunkelblaue Schnur auf dem silbernen exakt drauf liegt. Dann sieht das ganz schön aus. Ist zwar so ein bisschen hinten ein bisschen dicker dann natürlich, ne? Man hätte es auch noch mit Foamtape auf eine Karte kleben können, denke ich mir jetzt mal gerade so. Aber auch so gefällt mir die Karte sehr gut. Sie ist schlicht. Aber trotzdem elegant, und ich fand das Papier so schön mit den süßen Vögelchen, ne? Ja. Viel Kleber drauf, ne? Genau. Und ich fand gerade bei diesem dunkelblauen Papier, es hat jetzt gar nicht zu diesen Die-Cuts, die da drin sind, so gut gepasst. Deswegen konnte ich das irgendwie auch nicht wirklich kombinieren. Vielleicht habe ich da auch eine Blockade, weil es dunkel ist und meine Die-Cuts einen hellen Rand haben. Ich weiß es nicht, aber das ist halt jedenfalls mein Ergebnis mit diesen Papieren. Und jetzt schaue ich, dass ich so ein paar silberne Pailletten hier raussuche, denn das Designpapier hat hier und da ein paar silberfolierte Pünktchen. Und das ist mir dann ein bisschen zu wenig. Ich will noch ein bisschen was draufpacken, ne? So ein paar leere Stellen habe ich auf der Karte. Und da habe ich mir einfach in drei Größen Pailletten rausgesucht. Ich muss dafür mal zwei Mixe nehmen. Dieses eine Mix, wo schwarz mit bei ist, gab es mal bei Woolworth. Und das andere silberne Mix ist, glaube ich, von Idee mit Herz. Da habe ich ja noch ein bisschen die Hexagone von Action mit reingekippt, die ich so Step by Step auch mal benutze. Aber wenn sie mir runterfallen, schmeiße ich die dann auch weg. Ja, genau. Jetzt klebe ich sie alle auf. Und dann ist diese Karte auch schon fertig. Da kommt nichts mehr rein dazu. Genau, da ist sie. Und hier die andere Variante, das ist der Vögelchen unten, da kommt oben ein Spruch hin. Und dann habe ich noch eine mintfarbene gemacht, zeige ich sie auch. Ja, genau da, also mit Silber, ne? So, kommen wir zur Karte 11 bis 13. Das wären Shaker-Karten. Dafür benutze ich meine relativ neue Stanze von Marianne Design. Die ist ja so 13,5 mal 13,5 ungefähr, oder 13. Leg mich bitte darauf nicht fest. Und dann habe ich mir das ausgestanzt
indem ich drei Rahmstanzen nebeneinander platziert habe und dann mit dieser Film festgeklebt habe und es dann durchgekurbelt habe. Dann steht dieser hübsche Rahmen. Den Innenteil benutze ich für was anderes. Dann habe ich mir Papier zugeschnitten, was 14x14 ist. Und das ist mein Spruch in einem Strichen. Das hat sich total gut ergeben, dass hier so eine hübsche Szene mit bei ist. Da ist auch ein Spruch mit bei und dann lasse ich das auch so. Ich klebe es dann einfach auf die Mitte von meinem Designpapier. Aber zuerst werde ich auf meinen Rahmen Acetatfolie raufkleben. Genau, jetzt ist sie gerade. So, genau, ich drücke es gut an, damit auch nichts, kein Krümelchen rausfällt. So, jetzt sortiere ich mich mal kurz. So, also erstmal Designpapier auf meine Karte kleben. Die Karte ist selbst gemacht aus einem A4-Papier, in dem ich einfach bei 14,5 gefalzt habe. Und dann drumherum so lange geschnitten habe, dass es überall 14,5 ist. Das ist für mich der leichteste Weg. Da muss man irgendwie nicht großartig denken, sondern einfach 14,5 falzen. Und dann ist gut. Hier nehme ich meine super teuren Foam-Tape-Streifen. Die sind 3 mm hoch und sehr, sehr dünn. Die sind von Stamping Up. Und ich habe sie heute zum ersten Mal benutzt. Dabei habe ich sie bestimmt schon ein oder zwei Jahre in meinen Schrank zu liegen, weil, ja, kennt ihr das, ne? Man kauft irgendwas, weil es praktisch ist, aber weil es halt eben so etwas Hochpreisiges war, lässt man das für irgendwas anderes, für irgendeine gute Gelegenheit liegen. Und so geht es mir manchmal mit einigen Dingen. Aber jetzt habe ich das angeschnitten oder aufgemacht, jetzt liegt es in meiner Schublade hier bei mir und dann werde ich das auch wahrscheinlich wieder verwenden für Schickerkarten. Dafür eignet sich das am besten, dass es ja 3 mm hoch ist. Und da kann man eine Menge Stuff reinknallen. Ich habe mir hier so einen Mix reingemacht. Da habe ich von Action, von diesen Lux Paper Blöcken, diesen Kunststein mit reingetan. Ein paar durchsichtige Glasperlen, die helfen mir, damit sich das besser bewegt. Und natürlich ein paar Pailletten, denn ich habe ja davon so viele. Genau, habe ich alles in die Mitte getan, habe immer mit meinem Finger drauf geachtet, dass mir die kleinen Kugelchen nicht wegfliegen. Und hier ganz sacht klebe ich das auf, damit es in der Mitte bleibt und kein Kügelchen irgendwie auf dem Foamtape landet, weil dann klebt es nicht so gut. Und ja, und jetzt können wir ein bisschen shaken. Noch klebt ein bisschen mein Kunstschnee an meiner Acetatfolie. Aber wenn es ein bisschen liegen bleibt, dann legt sich das auch wieder. Aber klar, jedes Mal, wenn sich das bewegt, dann haftet es ein wenig auf der Acetatfolie, aber dann senkt sich das wieder. Hier ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe die anderen zwei Karten bestimmt gefilmt, aber die Datei nicht gefunden. Deswegen seht ihr das nicht. Aber am Ende seht ihr alle drei Shaker-Karten. So, jetzt haben wir ja schon mit einer anderen Karte angefangen, die total easy peasy schnell gemacht ist, aber einen total schönen Effekt hat. Denn, ja, ich habe hier zwei schöne Designpapier miteinander verbunden, indem ich unten die Tannenbäume mir hinklebe, so wie sie sind. Ne, das ist ein Reststück von einer anderen, Karte. Und oben habe ich einfach mit einer dekorativen Randstanze mein Papier getrimmt. Dann hat es so eine leichte Welle drin. Ja, diese Art von Karte habe ich schon häufiger gemacht. Geht relativ flott und ja, ist auch sehr schlicht und, was soll ich sagen, trotzdem elegant. Also mir gefällt es mal sehr gut. Da eignet sich das auch besonders super, einen großen Spruch zu verwenden, denn wir haben sehr viel freie Fläche und oben so etwas Grünzeug und ein paar Beeren, Winterbeeren bestimmt. Und da habe ich halt eben von Craft Emotion mein Spruch verwendet. Wunderschöne Feiertage, der ist ja wirklich relativ groß. Und da stempel ich hier mehrfach in schwarz ab. Ich glaube, dass mein Stempelkissen wieder ein kleines bisschen Futter braucht. Also ich muss ein bisschen mit einem Reinker befüllen. So, den oberen Teil möchte ich mir erhöht aufkleben. Auch das habe ich schon häufiger gemacht. Dann mache ich einfach 1 mm Foamtape drauf. Das reicht auch. Aber ich muss ja mal fast jede freie Fläche mit Foamtape bearbeiten. Ich weiß auch nicht, warum ich da das in drinne. Sagt mir das, ich muss das machen, denn wenn man es irgendwo anfasst, also ja, egal. Jeder hat so seine Macken, ne? Mal kann ich das auch gut sein lassen und ein bisschen sparsamer damit sein und mal eben nicht. So, und dann ist die Karte auch schon fast fertig. Ich benutze einen Novadrop, der nennt sich... Ich benutze ihn häufiger, deswegen kann ich jetzt einmal kurz raussuchen, wie die Farbe heißt und dann wird man den, genau, Silver Moondust. Das ist auch so ein Glitzerdrop, wo einfach nur die silbernen Glitzerpünktchen nur noch zu sehen sein werden später. Jo, fangen wir an mit der Karte 16 bis 18. Davon habe ich drei Karten gemacht. Auch diesen Kartenlayout habe ich schon mal gemacht.
macht Spaß, hat aber ein paar Schritte, die man befolgen muss. Aber ich habe das nur genommen, denn ich wollte unbedingt mal diese Linien benutzen, die damit bei sind. Die gab es ja dreimal, ne? So let it snow und was steht da noch? Ich habe, glaube ich, die anderen Sorten auch benutzt. Genau, Send with Love, dann einmal Merry Christmas und die andere Variante war Let It Snow, genau. Die wollte ich unbedingt verwenden, mir ist dann irgendwie, manchmal ist es ja so, wenn man durch, man will dann etwas verwenden, dann sucht man so lange im Kartensketch, bis das, bis dann sagt, oh ja, dazu passt das, ne? Und so gehe ich auch manchmal vor, ne? Jede Karte entsteht ja auch irgendwie ein wenig anders. Und da wollte ich unbedingt diese Linien benutzen. Und mir kam es zugute, dass ich dann einfach dieses, das hier, was ich gerade zurechtschneide, ist das Innenteil von einer quadratischen Karte. Und ja, so hat man die auch mitverwendet. So, unten runde ich mir die Ecken ab. Und dann habe ich mir auch schon drei Stanzteile rausgesucht, die auf mein Rechteck in der Mitte raufkommen sollen. Ja, wieder der Schneemann. Ich muss sagen, der Schneemann mit der roten Mütze, der hat mir nicht so gut gefallen. Den habe ich gar nicht verwendet. Ich weiß auch nicht, warum. Der war irgendwie niedlicher. So, auf meinem Rechteck mit meinen abgerundeten Ecken kommt noch ein Spruch drauf. Das ist von Rayhair und ich entscheide mich für schöne Weihnachtszeit. Ja, schöne Weihnachtszeit, genau. Ich mag den Stempelspruch sehr gerne, denn dieses Schöne ist eine andere Schriftart als Weihnachtszeit. Ich finde das immer total toll. So, und dann stempel ich mit einem grauen Stempelset. Ich glaube, es war Memento. Farbbezeichnung, irgendwas mit Grey Flanell, ja, müsste ungefähr sein. Genau, habe ich jetzt zweimal abgestempelt und dann klebe ich mir das schon auf die Karte. Es wäre vielleicht leichter gewesen, diesen Rechteck zuerst aufzukleben und dann den Rahmen oben, den ich auch mit einer Randstanze durchgekurbelt habe. Diesen Schritt habe ich aber ohne Kamera gemacht, weil es dann, weil sowieso schon so viel Filmmaterial verfügbar war. So, jetzt schnibbel ich mir da einfach die Reste ab. Da muss ich aufpassen, weil oben habe ich das nicht ganz gerade aufgeklebt. Das ist aber nicht so schlimm, das können wir später noch gerade zurecht trimmen. Wichtig ist nur, dass halt eben der Rahmen schön sitzt. Genau, und jetzt schnibbel ich mir das einfach ab und jetzt sieht man das auch gar nicht mehr, dass es oben mal schief war. So, genau, wegen dieser Linie hier habe ich dieses Kartenlayout gewählt. So, und da habe ich auch noch so ein Reststück gehabt. Das habe ich mir jetzt nicht extra für diese Karte zurechtgeschnitten, sondern es ist übrig geblieben bei den ganzen quadratischen Karten. Da bleibt ja immer sehr viel übrig, was man meistens dann gar nicht nutzt. Also viele dünne Strichlein habe ich dann auch leider weggeschmissen. Aber so ist das manchmal, ne? Ich kann jetzt nicht gerade mit ohne Resten Karten entstehen lassen. Das können andere durchaus besser. So, jetzt habe ich mir das ordentlich zurechtgeschnitten, so dass ich da auf meine graue Karte aufkleben kann. Ich glaube, der Cardstock ist hier noch von Chibo. Da habe ich auch mal so ein Paket gekauft mit unterschiedlichen Farben. Aber ganz genau sicher bin ich mir nicht, denn ich habe sie alle mal in eine Box getan, wo auch das Action-Kilopapier mit bei war oder mit bei ist immer noch. Genau. So, wenn das jetzt klebt, möchte ich meine Motive erhöht aufkleben. Auch diesen Schritt habe ich da einfach übersprungen, ne? Das Aufkleben von Formtape. Bevor ich aber meinen Schneemann draufsetze, klebe ich mir da so einen Innenleger rein. Der muss nicht unbedingt sein, weil das Grau ist ja gar nicht so dunkel, aber ich finde, das sieht immer so schön aus. Und weil vorne auch relativ viel Papier mit bei ist, würde es, ja, es ist bei dieser Karte finde ich sogar notwendig, wegen dem Gewichtsausgleich auch. Und wie ihr seht, nehme ich hier einfach Papiere, die ich nicht ganz so schön finde, die einen weißen Hintergrund haben. Und wenn das Weiß schön ist und nicht verschmutzt oder mit Glitzer oder mit Foliepapier bearbeitet ist, kann man das durchaus verwenden. Ja, genau. Und das Motivpapier fand ich jetzt nicht so prickelnd. So.
Da kommt aber noch was hinzu. Ich will, glaube ich, noch das Geschenk benutzen und ich fummel noch ein bisschen weiter rum. Was suche ich mir denn da noch raus? Nichts mehr. Das wird dann so bleiben. Aber das Geschenk werde ich auch erhöht aufkleben. Dann nehme ich mir auch wieder 1 mm Klebequadrate. Und hier noch so ein paar ganz, ganz kleine, die sind 3x3 mm groß. So, genau. Und da kommt auch wieder Silber Mondas drauf. 3 Tröpfchen. Und dann ist diese Karte schon fertig. Nee, doch nicht. Entschuldigung, ich mache doch noch 2. Genau, ich klopfe ein bisschen ab, damit es ein bisschen schneller trocknet, ein bisschen flacher ist. Und da mache ich mir auch noch 2 kleinere. Und dann seht ihr hier die anderen Beispiele. Der ist auch noch ein bisschen feucht. Genau. Und hier habe ich so silberne Schneeflockenpailletten benutzt. Die sind auch von AliExpress. So, kommen wir zur Karte 19 bis 20. Hier seht ihr das Oberteil von diesem Tannenbaum-Motivpapier, was ich ja für die Karte benutzt habe, wo ich, naja, 2 Rahmen sozusagen, also 2 Teile davon verwendet habe. Wie hieß denn die Karte? Ich glaube, ich habe sie, genau, wunderschöne Feiertage genannt. Genau. So, hier will ich auch wieder Band benutzen, weil ich davon ja auch was habe und das auch verwendet werden muss mal. Ne? Ich habe ganz lange wieder Band nicht verwendet und ja, wenn man es nicht benutzt, bleibt er ja die ganze Zeit hier liegen. Ne? Und hier versuche ich ja dem, dass es gerade da irgendwie rauf geht. Er ist ziemlich breit und ich hätte vorne den Klebestreifen etwas länger machen sollen. Deswegen meine ganzen Bemühungen hier fast schon umsonst, denn mit Lineal und alles habe ich rausgeholt. Trotzdem klebt mein Band vorne irgendwie nicht ganz gerade auf. Aber ich hab mich dadurch nicht entmutigen lassen, einfach weitergemacht, denn die Kartenart vorne mit diesem Halbkreis, der ja ein bisschen aussieht wie eine Schneekugel, finde ich immer total schön, mache ich sehr, sehr gerne. Und ist auch perfekt für viele kleine Stanzteilchen, da verwende ich auch einige. Und genau, deswegen mache ich jetzt einfach weiter in der Hoffnung, dass man sich mehr auf die Szene in der Mitte fokussiert und nicht auf meinen etwas schief geklebten Band. Ja, genau, ich habe davon jetzt 2 Karten gemacht und beide sind leider nicht ganz gerade mit dem Band. Aber ich finde sie trotzdem sehr, sehr schön. Sie gefallen mir sehr gut. Welche Karte findest du denn bis jetzt so schön? Oder vielleicht sagst du mir auch am Ende. Ja, genau, hier benutze ich so ein Effektpapier, das ist von Craft Emotion. Das heißt so Velvet, also das hat so, ja, so einen samtigen Finish. Sieht aus, ein bisschen aus wie Schnee, wie ich finde. Und deswegen verwende ich das ja auch. Genau, die Stanze, dieser Halbkreis, also oder Schneekugelform. Nein, eigentlich eher so ein Halbkreis, ne? Ich weiß auch nicht. Ist von Action. Die ist echt klasse. Die Stanze, die hat einen sehr, sehr schön gestitchten Rand. Und da platziere ich mir jetzt meine Stanzteile drauf. Ich habe hier einmal diesen Reh, den ich da aufkleben möchte. Und dann habe ich Schlitten mit einer Weihnachtsmütze und 2 Geschenken. Und dann suche ich mir noch was raus, und zwar so ein Vogelhäuschen. Ich setze zwar kein Vögelchen in diese Szene ein, aber Vogelhäuschen kann er auch dazu. Das hat ihm gerade weggeflogen. So, und dann habe ich Frohe Weihnachten, das ist, habe ich schon vorgestempelt, das ist immer so ein Set auch von JM Creation. Da kann man, glaube ich, 5 oder 6 Stempelsprüche auf einmal stempeln und dann mit einer separaten Stanze auch gleich durchkurbeln. Genau, das habe ich gemacht, der Ton nennt sich Rauchblau von Stamping Up. Hat eigentlich ganz gut dazu gepasst, wie ich finde. Und der Hintergrund schneit so schön. Also braucht man gar nicht so zu viel machen, aber ich konnte nicht darauf verzichten. Habe trotzdem ein paar Nuvo Drops drauf getan. Und zwar wieder Silver Moondust. Das ist ja der durchsichtige mit einem silbernen Glitzer. Weil mein Band unten ja auch Silber hat, kommt der Silver Moondust jetzt auch mal zum Einsatz. Und hier die andere Karte. Süß, ne? So, kommen wir auch schon zu 21 bis 24. Da arbeite ich auch so mit Resten. Die klebe ich alles schön zusammen. Oder zuerst schneide ich sie mir zurecht. Und auch diese Kartenlayout oder dieses Kartenlayout habe ich auch schon sehr, sehr häufig gemacht. Ist auch einer meiner Lieblinge, weil man da wirklich nur einen Streifen Restpapier schön aufkleben kann und dann im Hintergrund entweder Cardstock oder wie hier Designpapier, was ich mir so lange zurechtschnibbel, bis es gleich lang ist. Und dann kann ich das so auf meine Karte platzieren, dass man das nicht sieht, dass es kein Ganzes ist.
Ich hoffe, es ist verständlich, aber gleich wird es verständlich. Genau, ich klebe halt ihm vor hinten ein Teil auf. Und das etwas größere Teil kommt dann vorne hin. Und dann die Lücke dazwischen wird einfach verdeckt mit meinem fast 2 Inch großen Reststück, wo, was ihr hier seht, nehmen wir den Tannenbäumchen. Genau, das ist immer, es bleibt ja immer meistens übrig, wenn man ein 6x6 Papier hat und man sich bei 4 abschneidet, was ja circa 10 cm ist, oder 10,2, dann bleibt ja immer so 2 Inch übrig und dann muss man sich ja damit was einfallen lassen. Und das ist ein Kartenlayout, das ich ganz, ganz häufig dann mache. Genau. Ich versuche dann einfach, dass vorne und hinten es ungefähr die gleiche Höhe getroffen ist. So, und das Designpapier sagt an, dass es nur 180 Gramm schwer ist, aber trotzdem, wenn ich das so drauflege, spüre ich, dass es so eine, dass man diese Lücke fühlt mit den Händen. Deswegen klebe ich da so einfach ein paar Reste drauf, die ich sowieso wahrscheinlich entsorgt hätte. Genau wie das hier, weil ich weiß nicht, konnte mit den Herzen jetzt nicht so besonders viel anfangen. Die sind auch nicht durchgestanzt, sondern ich hätte mal mit der Hand ausschneiden müssen, was ich jetzt persönlich gar nicht mehr so schlimm finde. Aber ja, das war nicht nötig. Deswegen, ich benutze sie einfach so als Lückenfüller. Und dann kommt mein schönes Designpapierstreifen da drauf. Dann seht ihr, ich habe mir so Glitzerlinien-Sticker in einen, ja, das ist nicht Mint, das ist schon eher Türkis, würde ich sagen. Und damit umrande ich mir auch noch das, mein Streifen hier. Wenn man die Liniensticker nicht hat, dann klebt man diese Streifen einfach auf den Cardstock und schneidet man schmal ab und hat man auch einen hübschen Rand. Genau. So, da wird einfach mit der Schere abgeschnitten. Und da brauche ich gar keinen großen Streifen, sondern da reicht mir einfach der Rest, der jetzt übrig bleibt und noch so ein kleines bisschen was von einem anderen. Die sind jetzt bei mir ein bisschen verklebt, die Enden. Genau. Und dieses Teil da, was man jetzt sieht, das wird einfach verdeckt mit meinen Ovalen. Das waren ja eigentlich diese kleinen Rechtecke, wo 2 nebeneinander sind. Habe ich mir aber einfach mit einer Ovalstanze durchgekurbelt, weil wollte ich einfach. So, und hier nehme ich einen Nuvodrop. Wie heißt du denn? Ich weiß gar nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Ich habe gerade mein Color Chart verlegt. Ich finde es gerade nicht. Auf jeden Fall ist es ein hübscher Mintton. Und ja, den Namen kann ich gerade leider gar nicht finden. Ja, Entschuldigung. So, hier sind die anderen 3 Beispiele. Ne? Die haben wir ja gefilmt. Ich habe es mal mit türkisen Rändern gemacht, nur einmal mit Rot. So, und da kommen wir auch schon zur Karte 25 und 26. Da verwende ich diese Stanze von Craft Emotion. Die ist ja nicht wirklich so für A6 gedacht. Die ist ein bisschen schmaler und länger. Aber trotzdem, daraus wird schon eine A6-Karte, die nur ja, ein bisschen slim, also nicht wirklich slimline ist, denn da fehlt nur so ein paar Zentimeter dazu. Ja, aber ich würde sie trotzdem in einer A6-Karte verschicken. Und die ist vielleicht ein Zentimeter. Sie ist wahrscheinlich 9 mal 14,5 und nicht 10,5 mal 14,8. Ja, ein bisschen schmäler ist sie. Aber ich finde sie trotzdem sehr, sehr niedlich. Und auch mal ein Grund, mal wieder die Stanze zu benutzen. Allgemein habe ich sehr viele Stanzen wieder verwendet, ne? Aber die müssen auch wieder benutzt werden. Die sind sonst total traurig. Da habe ich einmal mit silbernen Spiegelkartons, so ein bisschen Holo ist der. Der ist ja auch von Action. Habe ich das in einer der zweitgrößten Größe ausgestanzt. Und das Motivpapier mit der drittgrößten. Und das Fröhliche Weihnachten ist eine Stanze von Tonic Studios. Und das habe ich 3-mal mir mit dem nachtblauen Faltkartenpapier ausgestanzt. Und ich finde, das sieht so cool. Das ist so erhaben dann. Also 3-mal reicht meiner Meinung nach dann total aus. Das ist dann richtig schön erhöht. Und dann braucht es auch gar nicht viel. Denn diese Szene mit den 2 süßen Rehen und dann einfach, ne, also die Schneeflocken, also da braucht man gar nicht viel machen, wie ich finde. Ich klebe aber erstmal alle 3 Teile hier übereinander. Das dauert ein bisschen. Was war
sollte man mal aufpassen, weil der Adlerlu, der zieht relativ schnell an. Man hat gar nicht so viel Zeit, es zu verschieben. Da muss man ganz ordentlich arbeiten, fokussiert. So, und jetzt, mein Schatten ist auch aus dem gleichen folierten Papier wie meine erste Ladung hier, ne? Wie mein ersten Layer. Genau, ich beschwere das ein bisschen. Und dann baue ich mir schon mal die Karte zusammen. Also ich falze sie ungefähr bei 4 Inch oder 3, irgendwie sowas um den Dreh. Ich kann es ja mal genau sagen. Also ich habe es eigentlich da gefalzt, wo ich fand, das Motiv ist in der Mitte. Aber wenn man das in Zentimeter genau wissen will, ist das 9,5. Da habe ich gefalzt bei 9,5. Und der Rest war dann einfach mit meinem Hebelschneider abgeschnitten, so dass ich überall den gleichen Rand habe, damit mein Motiv gut zentriert ist. Und Cardstock ist auch aus dem Action-Kilo-Papier. Das ist so ein mintfarbener, so mit Struktur, finde ich sehr schön. Ist ein bisschen dünn, deswegen auf jeden Fall in einen Leger reinkleben in die Karte, die ich ja auch mit der gleichen Stanze ausgestanzt habe. Und dann passt das super. Dann kann man dieses Papier oder dieses Cardstock von Action auch verwenden. Weil vorne wäre dann einfach zu viel los, ne? Wäre dann total labbrig, die Karte, wenn man das nicht machen würde mit dem Inneinleger. Also das finde ich schon wichtig dann. Jo, und das fröhliche Weihnachten ist jetzt ein bisschen getrocknet. Ich klebe das auf meine Karte auf. Genau, noch hier könnte man sofort eigentlich aufhören, denn es ist genug im Hintergrund. Mit den Schneeflocken auf jeden Fall. Aber ich kann es auch da wieder nicht lassen und nehme mein Silver Moondust von Tonic Studios. Weil das dann einfach sonst so schnell ist mit der Karte. Das, dann habe ich gar nicht viel gemacht, ne? Aber man braucht es nicht. Ich finde auch so den Hintergrund sehr, sehr schön. Ja, und da ist die fertige Karte, ne? Das fröhliche Weihnachten steht sehr schön ab. Und hier ist auch die zweite. Total gleich, ne? So, kommen wir zu der 27. Karte. Ist es gar nicht mehr so viel Designpapier mehr da, um mehrere Karten nach einem Layout zu machen. Deswegen hier alle dunkelblauen Töne, die so übrig geblieben sind, benutze ich. Mit ein bisschen Silber natürlich. Hier klebe ich die beiden zusammen. Mit Tesafilm, genau. Und dann trimme ich mir das so weit zurecht, dass es dann auf meine Mattung, die ich mir hier in Silber schon ausgeschnitten habe. Den Innenteil habe ich mir auch wieder mit einer Stanze rausgeschnitten. Kann man ja noch verwenden. Das ist auch vor allem dieses schöne, strukturierte, matt silberne Papier. Ich glaube, das ist von Teddy, dass ich das mal da gekauft habe. Hat so eine schöne Struktur. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie das von Tonic Studios, das Papier. So, die zwei Papiere verbinde ich hier mit Liniensticker, die so ein bisschen perlenartig sind. Die habe ich mal bei eBay gefunden. Und dann klebe ich das schon auf meine silberne Mattung auf. Sehe jetzt schon, dass es nicht ganz gerade ist, deswegen muss ich dann gleich drum herum schneiden. Und auch da seht ihr, ne, mit der Studio Light Stanze habe ich mir dann ein Oval aus Designpapier ausgestanzt, auch wieder aus demselben silbernen Papier. Aus demselben silbernen Papier habe ich mir dann einen größeren Oval ausgestanzt, der jetzt keinen genähten Rand hat. Und ich klebe die beiden so übereinander. Und das ist halt eben auch so ein dekorativer Aufleger aus der gleichen Studio Light Stanzen Serie wie das Oval, ne? Hat auch so, na, wie nennt man das? Genähten Rand. So, Entschuldigung, gerade eine Matratze hier angeliefert bekommen. So, die habe ich gleich mal ausgepackt. Okay. So, dann klebe ich das alles zusammen auf eine A6-Karte. Ja, und mache einen großen Fehler, ist total schief. Und ich versuche es irgendwie mit dem Hebelschneider irgendwie so zurechtzuschneiden, damit es irgendwie nicht so schlimm aussieht. Aber ich merke jetzt schon, dass das nicht besser geworden ist. Also ich entweder wegschmeißen oder ich versuche es nochmal zu lösen. Also versuche ich das hier zu lösen. Und es klappt auch gut, ohne dass es kaputt geht. Und ich gehe echt erleichtert und klebe es einfach alles nochmal auf eine neue A6-Karte auf. Ja, ich habe versucht, irgendwie mit Klebeband zu arbeiten. Es war aber hintenrum alles so porös. Habe ich jetzt doch Flüssigkleber jetzt genommen.
und klebt es auf eine Karte auf. Und wenn ich jetzt die Karte festhalte, sieht man einfach nichts von diesem Schaden. Ja. Genau, ein bisschen gut andrücken, ne? Flüssigkleber braucht ja ein Momentchen. Und dann habe ich noch so ein Streifen Designpapier von diesen hübschen Schneeflocken hier im Hintergrund. Das klebe ich mir dann in die Karte auf. So. So, jetzt wird mein Oval aufgeklebt. Das habe ich mir erhöht mit Foamtape. Sieht dann irgendwie schön interessant aus. Und da fröhliche Weihnachten ist auch so ein Stempel und Stanze von Yoda Urban Creation. Man hat ihm 5 oder 6 Stempelsprüche auf einmal dann hat, finde ich super praktisch. Und auch diesen Spruch habe ich in Rauchblau von SO abgestempelt, also Stamping Up. Ne? Genau, am Ende habe ich ein bisschen Foamtape auf mein Etikett raufgepappt, weil es ja so rausguckt aus meinem Oval. Und daraus wird einfach ein Flüssigkleber flach auf mein Oval geklebt. Und so habe ich auch das andere Ende, also so habe ich auch das andere dunkle Papier hier mit den Vögelchen verwendet. Fand ich auch sehr schön. So, jetzt habe ich hier meinen blauen Mix. Ja, und da kann ich mich irgendwie gar nicht entscheiden, welche Pailletten ich nehme. Ich suche mir zuerst die dunkelblauen aus und dann entdecke ich so durchsichtige. Dann nehme ich die durchsichtigen und dann entdecke ich noch ein paar andere. Und ich glaube, nach der vierten Variante war ich dann so weit, wo ich mir denke, so, jo, das passt farblich super. Und klebt sie dann auch mit Flüssigkleber fest. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, wenn man viele Blautöne zusammenmixt. Ich glaube, zum Teil war auch mal ein Mix mit beides. Das seht ihr, da sind auch ein paar größere Pailletten mit bei. Aber ja, die anderen Blautöne, die ich noch so besitze, die sind dann einzeln. Ja, und dann ist auch diese Karte fertig. So, kommen wir zur allerletzten Karte. Das ist die 28. Karte. Da ist kaum noch was übrig, was so zusammenpasst. Also habe ich meine Musikstanze rausgeholt mit dem weiß glitzernden Papier von Action, also ein Action-Kilo-Papier. War es mal mit bei. Habe ich da mir diesen Rahmen hier ausgestanzt. Und ein Teil von diesem Mosaik nehme ich sogar aus dem gleichen Papier wie dieser Rahmen. Denn mein Designpapier reicht einfach nicht aus, um diese Karte fertig zu kriegen. Und ich wollte die unbedingt. Ich wollte noch eine 28. So, dieser wird hier flach aufgeklebt und dann klebe ich alle Innenteile da auch mit Flüssigkleber flach auf. Auch Frohes Fest, wie ihr seht, ist von dem gleichen Set von hier, der M Creation, ne? Stempel und Stanze. Und auch da die gleiche Farbe. Ne? Frohes Fest habe ich in Rauchblau gestempelt. Bei dieser Variante habe ich aber auch noch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob man das so sieht im Video, aber ich habe noch ein bisschen von White Shimmer drüber gestempelt. Und zwar ist das so ein Stempel von Delicata. Der hat so einen weißen Schimmer, also schimmert noch so schön an der Spruch. Macht aber auch den Spruch ein bisschen heller, ne? Ja. Gefällt mir aber gut. Sonst hätte ich das nicht gemacht, ne? Ich habe auch noch so ein Banner ausgestanzt. Das kommt dann, da war so ein Furzel übrig, das kommt einfach dann in die Karte innen drin rein. Nicht jede Karte hat innen drin eine Deko. Nicht jedes Mal habe ich das auch gezeigt. Einfach unglaublich viel Filmmaterial habe ich gehabt. Ich musste dann einfach schauen, dass ich da irgendwas weglasse, ne, beim Filmen. Jo, es sei mir verziehen, hoffentlich. Ja, innen kommt halt hier mein Fähnchen rein, was ich ja schon durchgekurbelt habe, so eine Stanze. So, jetzt richte ich mir das ein bisschen zurecht, wie ich das grob auf meiner Karte haben möchte. Man kann auch, also ich weiche davon auch mal ab, ne? Also das ist nur so der grobe Überblick. Möchte gerne das Frohes Fest ein bisschen, dass ich das mehr absetze. Also erhöhe ich mir das hier mit 2 mm Klebequadrate und klebe es dann auf meine Karte auf. Und ja, jetzt bin ich mir wieder ein bisschen unschlüssig mit den Schneeflocken. Also dass der Farbton jetzt bleiben wird auf jeden Fall, sonst ist es mir das mit den weißen Schneeflocken zu viel weiß. Aber ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, sind es 3, sind es 4, ich fummel da ein bisschen hin und her. Das ist ja dann meistens so, wenn man von einer Karte nur eins hat und kein Prototyp fertig hat,
Aber ich glaube, so lasse ich das jetzt. Und dann klebe ich sie alle mit Flüssigkleber fest. Am leichtesten ist es natürlich dann, es ist auch relativ dünnes Papier mit einer Pinzette festzuhalten, eine ganz kleine Pünktchen mit dem Kleber raufzupacken. Und dann reicht das auch schon. Den Rest drücke ich mir dann mit der Hand immer so ab und habe ich manchmal so ein paar Klebereste auf meiner Hand. Aber das ist ja nicht so schlimm. Besser da als auf Papier. Ja, und das war's dann auch. Mehr mache ich da einfach nicht bei dieser Karte. Das reicht auch, weil das Hohes fest schimmert, der Rahmen schimmert. Ist genug. Ist eine ganz schlechte Karte. Hätte auch super zum Geburtstag werden können, ne? So, jetzt zeige ich euch mal kurz die Reste. Also diese zwei Streifen, die bleiben auf jeden Fall. Aber diese dünneren Streifen hier entsorge ich. Das ist Quatsch, das aufzubewahren. Und die Stanzteile, ja, werden auch erstmal aufbewahrt. Ne, da ist irgendwie der rote Schneemann, den ich gar nicht verwendet hatte. Genau. So, erstmal zur Seite und jetzt erstmal ohne Schnelldurchlauf. Nicht allzu lange, weil das Video sowieso schon lang ist, aber zeige ich nochmal die Karten. Ich denke, das ist in Ordnung so. Man kann es auch passieren, wenn man das sich das länger angucken will. Ich bin leider so ein Typ, der das immer nicht hinkriegt, alle Karten zu fotografieren. Ich finde das so toll, wie andere das machen und das nochmal separat dann posten auf Instagram und Co. Ich mache mal ein, zwei von einem Set und dann habe ich schon wieder andere Dinge im Kopf oder plane schon das nächste Video. Und ja, ich kriege es leider nicht so hin, aber man muss halt damit leben. Also ich lebe damit dann. So, aber ich versuche es immer wieder mal. Also ein paar auf jeden Fall zu posten. So ist es ja nicht, ne? So, da gab es ja nur eine, davon ja drei Stück. Ach, der Schneemann ist wirklich so süß, ne? Genau, hier dann die Mosaikstanze und da mit der Schneekugel. Genau, da habe ich ja irgendwie die dritte Karte nicht so gerafft, wo die ist. Deswegen zeige ich jetzt noch ein paar andere Karten aus der Serie. Genau hier, ne, mit diesen Streifen. Und da ist sie. Die gehört eigentlich zu diesen abgerundeten Ecke. Und hier meine Fensterkarten. Ich gebe denen immer irgendwelche Namen, damit ich das nicht durcheinander komme mit meinen Notizen. So, und das war's dann auch, ne? Ganz lieben Dank fürs Zusehen. Und wenn du magst, sehen wir uns einfach im neuesten Video wieder. Bis dahin. Ciao.